ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Seid herzlich gegrüßt alle zusammen am Mittwoch, den 7. Februar 2024. Der erste Monat ist jetzt definitiv durch im Jahr 2024 und wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Ausgabe der geopolitischen Analyse von und mit Hans-Joachim Müller. Grüß dich, Hajo. Freut mich sehr. Und wir machen heute wieder Satire-Sendung, wobei wir ganz zu Beginn mal feststellen müssen und dann können wir eigentlich schon wieder aufhören. Es ist alles in Ordnung. Berlin, die Regierung macht alles richtig, die Medien erzählen die Wahrheit und alle anderen sind rechts. Ja, rechts sind mindestens 81% der Bevölkerung. Die restlichen 8 Milliarden sind gegen die AfD. Die restlichen 8 Milliarden, die wohnen aber alle in Deutschland. Nein, Deutschland gibt es doch gar nicht mehr. Das deutsche Volk wurde aufgelöst von irgendeinem Gericht. Die haben gesagt, das würde gegen die Menschenwürde verstoßen, wenn man das deutsche Volk sein will. Das ist richtig, das war hier mit der jungen Alternative, glaube ich, ne? Ja, so eine Linksextreme aus der Richterzunft. Gut, da gibt es ja diese böse Zungen, die behaupten, rechts kommt von rechtschaffend und links kommt von unehrlich und link. Aber das muss ja Fehlinformation sein. Ja, das wäre jetzt Stammtisch gedacht, ja. Links ist böse. So, fertig. Das haben wir alles gesagt. Deswegen sind wir ja eine Satire-Sendung und du hast alles gesagt. Wir kommen zu Fakten im Inland. Denn der Fakt der Biologie ist rechtsradikal. Die Fußballvereine, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Bayer Leverkusen und Dynamo Dresden hatten so ein Transparent im Fanblock. Bei Leverkusen stand, glaube ich, dran, es gibt viele Musikrichtungen, aber nur zwei Geschlechter. Und in Dresden haben sie geschrieben, es gibt nur einen lächerlichen DFB und nur zwei Geschlechter. Und für diese Informationen gibt es jetzt wohl Strafzahlungen für die Vereine aufgrund der bösen Desinformationsfans, weil sie von zwei Geschlechtern gesprochen haben und das gibt eine Strafzahlung. Soweit sind wir schon. Na ja, Gott sei Dank bin ich kein Verein. Also ich würde auch sagen, es gibt nur Mann und Frau. Und wenn sie klein sind, Mädchen und Junge. Feierabend. Dann bist du jetzt auch auf der Strafzahlungsliste des DFB. Das Nein, ist ja ich mal bin Deutsch kein Verein. Du bist kein Verein, das ist richtig, Nein. Aber DFB steht ja hier auch, habe ich mir notiert, habe ich neulich gesehen, steht für dauerhaft falsche Bevormundung und somit stimmt es dann wieder. Also zwei Geschlechter ist jetzt strafbar in Deutschland. Na, mich freut aber daran, dass die jungen Männer auf dem Fußballplatz sowas begrüßen, ja. Es ist also nicht so, dass die Mehrheit der Menschen schon in amerikanischen Gender denkt, den es nur noch in Deutschland gibt, sondern die jungen Leute denken wie immer Mann und Frau. Ende der Vorstellung. Ist ja auch, wenn man dann mal so ein Skelett nimmt, dann kann man relativ schnell sehen, ob es Männchen oder Weibchen ist. Dazwischen gibt es dann relativ wenig. Es wird aber generell aufgeräumt, wir bleiben im Inland. Und zwar, das hat Korrektiv natürlich wieder zuerst berichtet. Und Korrektiv ist ja bekannt für qualitative Recherche und qualitativ guten Journalismus. Ne? Nee. Also die erfinden und denken sich was aus. Das hat ja der Heini gesagt. Das hat er gesagt, aber das hat er wahrscheinlich nur so geschrieben. Ich habe das auch gelesen, denn Korrektiv hat jetzt aufgedeckt und dann Spiegel weitergeführt, dass das Kompaktmagazin rechtsradikal sei und deswegen wird es an vielen, vielen Bahnhöfen und an diesen Bahnhofsbuchhandlungen jetzt nicht mehr geführt mit der Aussage, Valora heißt die Firma, ich lese die Aussage vor, für Valora steht die Pressefreiheit an oberster Stelle. Wir wollen aber denjenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands und damit auch die Presse- und Meinungsfreiheit verächtlich machen und darauf abzielen, sie zu überwinden, keine Plattform bieten. Also, sie sind für Pressefreiheit, aber nur unter ihren Bedingungen. Na, Logo, du hast ja mit den linksextremen Haufen in Berlin zu tun. Ja, die können nicht anders. Demokratie ist für die, wenn du für deren Demokratie auf der Straße stehst und demonstrierst, in die AfD verkaufen willst und alle möglichen Nazis und so weiter, ja,
Also Demokratie ist für den Partei- und Staatsapparat der Republik. Ja, aber da gibt es ja jetzt bald ein Gesetz, die Nancy Faeser, die ja auch für ihre Kompetenz und ihre Sympathie bekannt ist, also wirklich auch eine sehr gute Frau, und die möchte ein Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen. Und das müsste dringend kommen, hat sie gemeint, denn damit kann man Organisationen und Vereine, welche die Demokratie schützen, besser finanziell unterstützen. Nee, das können Sie nicht, Sie haben kein Geld mehr. Das ist doch wieder knapp geworden jetzt. Die ganze Geschichte bei ARD scheitert sowieso am Geld. Sie möchten gern umverteilen, sie möchten verbieten, sie erhöhen die Steuern, sie zerstören jeden Tag Kaufkraft. Und wenn sie Kaufkraft zerstören, zerstören sie das Wirtschaftsgefüge ihrer Staatssimulation. Das Ding ist gelaufen. Sie halten sich einen Tag, 2 Tage, 3 Tage über Wasser, indem sie jetzt auch mit Steuern wieder erfinden oder erhöhen. Jetzt will das Rindvieh Fleisch besteuern. Ja? Na, also, ja, was soll ich dazu sagen? Ja? Ich bin in einem Irrenhaus, das weiß ich. Ich weiß aber Gott sei Dank, dass dieses Irrenhaus abhängig von außen ist. Also es kann mit einem Fingerschlag beendet werden, weil es die inneren Leute noch nicht wollen, ja. Die meisten dieser Fernsehzuschauer denken doch, 72, 82 Millionen Deutsche demonstrieren gegen rechts, ja. Nein, es demonstriert überhaupt keiner, außer die Regierungsangestellten. Das sind insgesamt in Deutschland 5 Millionen. Und die möchten ihren Arbeitsplatz erhalten. Diesen Arbeitsplatz vernichtet aber die Regierung, weil sie dafür gesorgt hat, dass die Industrie abwandert. Damit gehen die Firmen zu. Wenn die Firmen zugehen, haben die Leute kein Geld. Sie holen laufend neue Kanadier ins Land. Die kosten Geld. Und deshalb, und noch vergessen ja beinahe, die Hilfe für die armen Ukrainer, ja, die müssen ja auch ihre Rente und ihr Arbeitslosengeld kriegen. Also, sie geben jeden Tag viel mehr Geld aus, als sie haben. Selbst wenn sie neue Steuern erfinden, das ist Fengkram, ja. So eine Fleischsteuer bringt doch keine 50 Milliarden für die Ukraine rein. Also, es ist hilfloses Rumgewurschtel in Berlin. Macht mal Geld, macht mal Geld, macht mal Geld. Es Jo. funktioniert überhaupt nichts mehr. Das Ding ist gelaufen. Das Schlimmste daran ist, dass die Deutschen, außer jetzt, naja, in Sachsen und vielleicht Thüringen und Anhalt, sich nicht gegen die Regierung stellen. Das ist meiner Meinung nach ein kleiner Fehler, denn sie werden so lange weitermachen, wenn sie im Westen keinen Widerstand spüren, wie sie niemand stört. Und das kann für die Menschen in Deutschland sehr teuer werden. Das kann sehr teuer werden, wobei dort passiert ja einiges oder da fand was recht Lustiges statt vor einigen Tagen, und zwar in Aue im Erzgebirge. Dort war eine Anti-Rechts-Demo und die war dann irgendwann relativ schnell gekippt, weil die anderen Menschen, die dort nicht teilnahmen, die haben dann irgendwann gerufen, Stasi raus, und haben sogar das Steigerlied gesungen zu der Anti-Rechts-Demo hin und waren A, viel mehr Menschen, B, viel lautstärker und C, friedlicher, und es gab keine Übergriffe gegenüber der Polizei, was bei der Anti-Rechts-Demo alles eben gegensätzlich der Fall war. Kam allerdings nichts in den Medien, haben Sie bestimmt vergessen zu berichten. Na, das nimmt das nicht übel. Wir haben eine Gesellschaft, die nicht reparabel ist. Die Justiz, die Legislative, die Exekutive, alles ist ausgesuchtes linksextremes Personal. Und die versuchen, ihr System zu erhalten, was sie nicht schaffen werden, weil es mit dem Geld nicht geht. Ja? Es müsste jetzt ein großzügiger Spender kommen.
haben wir aber nicht mehr. Gerade diese bisherigen Steuerungselemente, die sterben da wie die Fliegen derzeit. Also die hochgradigen Freimaurer. Wir leben in einer Psychiatrie in Berlin, die einfach weitermacht, obwohl der Teufel vor der Türe steht. Ja? Also der Teufel ist ja Trump, der große Blonde mit schwarzen Schuhen. Der ist gefährlich. Ja, hundsgefährlich. Ja. Und noch gefährlicher ist ja heute und gestern und morgen der Tucker Carlson, ja, der junge Über Mann. den müssen wir nachher reden, weil das ist das Ende der Menschheit jetzt. Also nur noch gefährliche Leute. Und das Klima ist ja noch gefährlich. Nee, das ist nicht ganz so gefährlich wie Tucker Carlson. Aber das Klima ist natürlich gefährlich, weil ich habe ja draußen im Wald gesehen, dass die Blätter schon knospen. Ja, Klima ist im Moment ein bisschen Pause. Im Moment ist gegen rechts. Klima ist dann wieder ab März oder spätestens nach Ostern. Jetzt Naja, ist da ist schon. Klimapause. Ja. Gut. Also, die Welt ist böse und nur Berlin ist gut. Das ist selbstverständlich. Das ist ja impliziert, allein dadurch, dass man BRD sagt. Jetzt waren wir am Samstag zu Gast, durfte ich Mitgast sein bei der Royal Ottoman Society. Und vielen lieben Dank, falls jemand zuschaut. Es war total toll bei euch. Und da hat mich ein Herr angesprochen auf unsere Sendung, der lange schon deine Sendung schaut. Vielen lieben Dank dafür. Und er bat mich, dich mal zu fragen, wie du zu den stillen Protesten stehst. Und das fand ich eine gute Frage, habe ich mir gleich notiert. Also ich leite diese Frage weiter. Ich weiß leider den Namen des Herrn nicht mehr, aber er bat mich, dich zu fragen zu diesen stillen Protesten, die ja an immer mehr Landes- und Bundesstraßen im Inland stattfinden, wo die Menschen mit Fahnen unserer deutschen Völker stehen. Was hältst du davon? Ich glaube, ich kann getrost sagen, ich bin 1871. Das Ich hab doch das schon lange gesagt. Ja? Es gibt keine andere Lösung. dem kann man wohl nichts hinzufügen. Da wäre jetzt ein Widerspruch, glaube ich, absolut fehl am Platz. Es gibt keine andere Lösung. Dennoch waren einige verwirrt, weil wir letzte Woche ja mit Martin Kohlmann über das Thema Freie Sachsen sprachen. Vielleicht kannst du dort, weil der andere Zuschauer dann auch schrieb, dass du ja sagst, 1871 die einzige Lösung und auf der anderen Seite hast du jetzt aufgerufen, die Freien Sachsen in Sachsen zu wählen und das hat den ein oder anderen Zuschauer verwirrt. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, warum das nicht gegenläufig ist. Oh, es ist doch so einfach. Ich hab's doch erklärt, Kinder. Es gibt die Freien Sachsen nur in Sachsen. Es ist die mächtigste Bürgerbewegung, die wir in Sachsen hatten je. Alles andere war ja nicht organisiert. Und diese Freien Sachsen sind notwendig, um das Königreich Sachsen wiederherzustellen. Wir haben hätten in jedem anderen Land, auch in Thüringen oder in Anhalt und so weiter, die Möglichkeit unbedingt AfD. Ja? Aber in Sachsen ist die AfD ein Privatclub des Vorsitzenden. Und wir hatten bei der letzten Kommunalwahl den Vorgang in Chemnitz, gab es über 4 Jahre, 5 Jahre nur Widerstand durch die Freien Sachsen. Die hießen damals Pro Chemnitz. Dann kam die Kommunalwahl und gewählt wurde die AfD, also auf dem Arsch sitzende Parteigenossen. Die gleichen Parteigenossen, die in Dresden derzeit diesen Urban mit. Orban ist der in Ungarn, genau. Also Ungarn ist Orban und Orban ist Sachsen. Ja, gut, habt ihr es verstanden? Also diese AfD muss gedrängelt werden durch eine zweite Oppositionspartei. Wir haben das zusätzliche Glück, dass höchstwahrscheinlich der Maaßen noch mit antritt in Dresden. Damit halbiert sich die CDU. Es sind dann wirklich nur noch die Geld kassieren, die AfD wählen werden oder deren Familie.
irgendwo Geld kassiert oder verdient. Nach den heutigen Gesichtspunkten sind SPD raus, FDP raus, Grüne raus. Und das ist ein Traum. Natürlich werden ein paar Idioten auch die Wagenknecht wählen, aber wir brauchen in Sachsen konservative Politik. Und das garantiert nur der Massen. Das garantiert die AfD über Berlin. Da kann sich der Urban nicht rauswinden. Und das garantiert hundertprozentig die Freien Sachsen. Das ist die einzige Partei, die in ihrem Programm stehen hat, die Parteien sollen abgeschafft werden. Das wiederholt jetzt jemand in Brandenburg, ja, von der AfD. Also das ist schon ein Druck, der gegenüber der AfD aufgebaut wird. Die AfD möchte gerne einen Fressnapf. Und sie kommt in Sachsen so und so mit über 30% in den Landtag. Wenn dazu noch der Maaßen reinkommt und die Freien Sachsen, dann erreichen wir genau das Richtige, nämlich dass die Mehrheit, also mindestens zwei von den drei Parteien, für die Abschaffung der Parteien sind und für das Königreich Sachsen. Was wiederum die Herstellung des Deutschen Reiches ist, ja, über solche Vorgänger. Nun glaube nicht, dass ich träume, ja. Wir haben in Deutschland Briefwahlen, mit denen man jede Wahl fälschen kann. Man kann Wahllokale erfinden, auch fälschen. Also sie werden auf sich mit Sicherheit, wenn es niemand kontrolliert, von den Alliierten wieder betrügen, was nur möglich ist. Denn der Auszähler ist linksextrem. Aber im Grunde wären Wahlen in diesem System, wo wir sind, sowieso idiotisch. Ja, es wäre schön gewesen, hätte vor 5 Jahren, da war die letzte Wahl, die Grüne Partei 100% gekriegt. Dann 150, aber wär Sachsen schon erledigt, ja. Dann wäre Sachsen bereits das Königreich und alle Parteifunktionäre wären geflüchtet mit einem Eilzug, ja. Weil das geht in Sachsen nicht mehr. Wir sind wirklich so weit, dass die Menschen tatsächlich mit Leib und Seele beginnen, dieses Königreich Sachsen zu lieben. Und sie werden es bekommen. Und hast du jetzt verstanden, warum ich die Freien Sachsen als einzige aktive Opposition so bevorzuge? jawohl, Ja? Botschaft ist angekommen. Und weil du von Wahlbetrug sprachst, ist sind ja deswegen Gott sei Dank eine Satire-Sendung, weil das würde ja das beste Deutschland aller Zeiten nie machen. Das war ja Ja. eine rein satirische Aussage von dir, selbstverständlich. Wenn ich es noch einmal erzählen muss, hau ich mit der Faust auf den Tisch. Ja, unbedingt, aber nicht so stark, dass dein Tisch kaputt geht, weil du vom Deutschen Reich sprachst. Ich sehe hinter dir deinen Staubsauger und von hier sieht er aus wie schwarz-weiß-rot. Ne? Also, das ist Ich wunderbar. kaufe nur Müllermilch und Schwarz-Weiß-Rot. Das ist wunderbar, du hast aber bei Müllermilch keine Aktien. Bevor wir Deutschland verlassen, eine letzte Meldung zur BRID, gleich nach England kommen. Deutschland möchte jetzt auch ein Sicherheitsabkommen mit der Ukraine schließen, eventuell, so wie das Großbritannien schon tat. Und der gute Herr Sunak dort aus Großbritannien, der ist ja auch klasse, der hat ja klar gemeint, Großbritannien sei vorbereitet, im Falle eines russischen Angriffs könne sich Großbritannien problemlos erwehren. Ja, Hauptsache, sie können schwimmen. Ja, ist eine Insel, müssen ja irgendwo hinschwimmen. Also ich würde denen empfehlen, sie sollen mal ja so Rettungswesten besorgen. Nicht die gelben auf der Autobahn, sondern Schwimmwesten. Ja? Falls sie Schwimmwesten. Krieg machen wollen gegen die Russen. Diese Geschichte beinhaltet lediglich Finanzvorgänge. Solche Sachen wie Beistand. Ja? Dann kann man im Rahmen der inländischen Gesetzgebung, die vorhanden ist, Gelder überweisen, ohne Rechenschaftspflicht zu sein. Und dieser Vorgang wird damit, naja, entsprechend den Regeln der westlichen Gesellschaft organisiert.
Dass sie solche Dinge überhaupt noch machen, ist ein bisschen lächerlich, weil das Ding ist gelaufen in der Ukraine. Die EU-Staaten, die teilen sich ja jetzt schon die Grundstücke auf. Ja. Also, und der Es Zelensky ist schmeißt jetzt gerade den Chef des Militärs raus. Der haut ab nach England, wie alle hauen immer ab nach England, ja. Wenn es enge wird. Weil die Verluste an der Front zu groß sind, die Russen einfach vormarschieren und da muss ja jemand schuld sein. Zelensky kann es nicht sein, Biden kann es nicht sein und Scholz kann es nicht sein. Ne? Also nein. muss der, wie heißt der, das ist vollkommen wurscht, weil Genesai wird in die Zukunft kennen. Er wird noch als Diplomat nach Ukraine gehen. Wenn die Ukraine dann nicht mehr existiert, wird er sowas wie immer Exilregierung machen. Ja? Das haben die Polen zweimal gemacht, die Tschechen haben es gemacht und die Ukraine wird es jetzt machen. Das ist üblich, wenn man verliert, dass man die Zukunft gestaltet. Wobei, wenn du sagst, die Ukraine ist gelaufen, was ja sicherlich stimmt, es ist vielleicht für viele Menschen schön, wenn das dann endlich mal im Außen zu sehen ist, dass es wirklich gelaufen ist, weil das würde wahrscheinlich viele Zuschauer auch im positiven Sinne beruhigen, dass sie dort mal sehen, aha, es passiert jetzt wirklich was, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Wir haben aber einen kranken King Charles. Ich wünsche ihm auf diesem Wege natürlich selbstverständlich gute Genesung. Ist er wirklich krank oder ist er aus dem Spiel genommen? Ich habe das Bild gepostet mit der Krone und da stand drauf das Epstein-Haus. Ja. Genau. Er ist gescheitert an Epstein, weil diese Mannschaft muss zurücktreten. Ich glaube auch, dass der nächste, der William, ebenfalls eine Epstein-Krone kriegt. Und das gesamte Team um die Windsors. Also das ist ja mein Betten. Das Team um die Windsors wird wahrscheinlich aus dem Spiel genommen. Das hatte ich aber schon mal gesagt, ja, vor längerer Zeit. Und dafür wird ein anderes Königshaus in Betrieb gesetzt. Die Monarchie wird bleiben, weil die Engländer diese Monarchie lieben. Und ich liebe auch Monarchie, weil man da eine gewisse Gewähr für Grundsätzliches haben kann, für den Erhalt von Werten. Nicht mit dem schwarzen Adel von Elisabeth und jetzt dem Major, Übergangs. erzähl mal ganz kurz weiter. Es wurde bei mir gerade geklopft. Erzähl du ruhig weiter. Ich schalte mich schnell stumm. Ja, also ich erwarte in England ein neues Königshaus. Es wird nichts mit dem Windsor zu tun haben, vielleicht mit Diana, das werden wir noch sehen. Es geht uns aber wirklich nur nichts an, ja, welcher Deutsche in England auf dem Thron sitzt. Ich will, dass ein Deutscher in Sachsen, in Potsdam, in München, was ist die Hauptstadt von Württemberg? Das müsste jetzt Stuttgart sein, weil Karlsruhe ist es für Baden und Darmstadt für Hessen. Ja, also welcher König in Stuttgart sitzt. Aber ich Das. glaube, es ist Stuttgart. Es müsste Stuttgart sein. Vielleicht liege ich auch falsch, aber ich meine Stuttgart. Ich hänge das nächste Mal eine Karte an die Wand. Genau. Gut, also ich will die Könige wiedersehen und die Herzöge und die Fürsten. Und dann geht es mir erstmal wieder besser. Da habe ich Gut. das linksextreme Gesindel vom Halse. Wann sehen wir Und die denn die wieder? Bürokratie. Und die Bürokratie, ja. Also wenn du sagst, du möchtest die noch sehen, dann musst du da noch 50 Jahre leben, was ich dir wünsche von Herzen, oder geht es schneller? Ich lebe sowieso noch 49 Jahre. Das finde ich klasse, sehr gerne. Aber ich denke, das wird schneller gehen, weil wir sind bereits im Ausverkauf. Das Ding ist doch gegessen. Es ist nur noch jetzt ein Zerren der Zeit. Ja. Sie haben kein Geld mehr. Sie sind mit ihrem Latein am Ende. Die meisten können nicht mal Latein. Die können nicht mal richtig Deutsch in Berlin. Ja.
Sie haben alle irgendeine kriminelle Geschichte im Hintergrund oder eine unmoralische. Also ich finde, es ist für die Deutschen dicke genug gekommen. Sie könnten langsam mal an einen souveränen Staat denken. Das müssen Sie nicht unbedingt, der kommt sowieso. So, da müssen Sie nicht, kommt sowieso. Wenn Sie es aber tun, würde es das Ganze vielleicht beschleunigen. Oh Gott sei Dank, viel schneller würde das alles gehen. Wir warten mal ab, was dann vielleicht am 6. April in Gera passiert. Zum Bundesstaatentreffen nachher noch mehr. Lass uns mal so halb auf der Insel bleiben, auf die nächste Insel, die da so in der Nähe liegt, etwas kleiner. Irland heißt die. Dort hat die Michelle O'Neill gesagt, sie möchte ein Referendum starten zur Vereinigung Irlands, was die Abspaltung des anderen Irlands von Großbritannien, also vom Vereinigten Königreich, bedeuten würde. Ist das jetzt endgültig der Zerfall Angelsachsens? Ich meine, es ist nicht durchgeführt, aber sie spricht offen drüber. Na, das ist doch völlig sinnlos, einen Teil Irlands zum Königreich England zu zählen. Schwachsinn. Die Zeiten der Macht Englands sind vorbei. Deshalb hat das selbst für die englische, naja, Elite in Nordirland keinerlei Sinn, das System zu erhalten. Sie sind besser dran, wenn sie sich mit Belfast, nee, mit, was in der Hauptstadt? Ist es Ja. Dublin? Ich bin mir nicht sicher, ob es Dublin ist. Ist es Dublin? Bin mir nicht, ich Dublin. muss jetzt wirklich passen. Ich weiß Dublin es ist nicht. die Hauptstadt und Belfast ist Nordirland. Also sollten Sie sich mit Dublin einigen und die Insel als ein Land betrachten. Sie können ja dann als diese Insel wieder in einer Konföderation mit England und Schottland arbeiten. Das geht uns Deutsche doch überhaupt nichts an. So. Es ist schön, dass sie sich zusammenfinden, die bisher gegeneinander gekämpft haben. Das wird überall in der Welt so weit kommen, dass diese bisherigen Steuerungen über das bösartige London City beendet werden. Es fällt alles zusammen. Es Zukunft. fällt Siehst du alles? vieles zusammen. In Kasachstan übrigens die Regierung, die zurücktrat Die ist und böse. Nein, die ja. ist böse. Ja, natürlich sind die böse, das ist ja klar. Die sind rechts. Also sind ja auch rechts, wenn Das man auf die Welt, wenn man auf ist die doch kein Weltkarte guckt, Ausdruck. sind, wenn man auf die Weltkarte guckt, sind die ja rechts. Rechts ist überhaupt kein Ausdruck. Also die kommen schon links wieder raus. Die beenden die Vergewaltigung von Frauen. Geht nicht. Das, bist du sicher, dass das Frauen sind oder dass das vielleicht Menschen sind, das heißt ja immer, die traumatisiert sind, die Avancen gemacht haben oder so non-binäre? Nein, ich weiß natürlich, was du meinst. Das geht natürlich nicht, die Vergewaltigung von Frauen zu beenden. Hashtag Satire. Die Regierung trat zurück. Was bedeutet das jetzt ernsthaft für die Weltpolitik? Ist das die Rückkehr ins Zarenreich? Ist das der Wunsch der Rückkehr in die Russische Föderation? Ist das vielleicht schon passiert oder wie deutest du das? Russland ist vereint. Jeder, der nicht mitmacht, wird freiwillig nach einer Weile, wenn er nicht mitmacht, in Russland eintreten. Russland hat einen wahnsinnigen Wirtschaftsaufschwung. Sie sind weltweit gefragt. Sie haben durch die Sanktionspolitik einen Schweinegewinn gemacht. Sie haben die höchste Militärproduktion weltweit. Sie haben die besten Waffen. Deshalb versucht man sich ein bisschen an Russland wieder anzubinden, ja, wie es immer war. Und Kasachstan aber ist nur ganz besonders böse. Ja. Die haben bis jetzt die Vergewaltiger von Frauen chemisch kastriert. Und jetzt wollen sie denen die Eierschen richtig, ja. Ey, der macht doch das dann nie wieder. Faktisch und theoretisch nicht mehr. Also, das ist nicht richtig. Man muss denen doch eine Chance geben, so wie es das deutsche Gericht macht, ja. Frauen vergewaltigen, einen Tag im Knast und raus. Ja, Weitermachen. spart ja auch Kosten, aber was du gerade sagtest über Russland, war natürlich von dir absolut russische
propagandistische Desinformation. Russland geht es ganz schlecht. Alle sind Ach so. gegen Putin. Er unterdrückt sein Volk und kämpft mit Mikrochips aus Waschmaschinen. Du hast also da irgendwas verwechselt, glaube ich, gerade, Hajo. Ja, ich hatte gelesen, dass die Russen aus den Panzern jetzt die Chips ausbauen und in Waschmaschinen einbauen, weil sie keine Chips für Waschmaschinen haben. Ach so rum. Ja gut, du meinst, die müssen die Wäsche waschen von den Soldaten, die an der. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt Ja, macht es Sinn. nimm doch das alles nicht so ernst, was hier unsere Propaganda Ja, erzählt. wobei, ich finde ja lustig, also lustig in Anführungszeichen, es ist alles andere als lustig, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es aber lustig. Dieses 90.000 Mann starke NATO-Manöver direkt vor Russlands Haustüre, was ja seitens des Westens keinerlei Provokation darstellen soll. Es geht nur um den Schutz vor den bösen Russen. Putin macht das Ganze mit 300.000 Mann. Kann man ohne Nicht gut. Kommentar stehen lassen. Und der Herr Stoltenberg, der sagte, Putin hat den Krieg nach Europa gebracht, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Sie bedrohen mit ihren Waffen die USA, vermindern deren Einfluss und ebenso den der demokratischen Länder. Sie wollen eine alternative Weltordnung und das muss unterbunden werden. Ach, also. Also ich würde sagen, der Krieg wurde durch die Deutschen, die Engländer, die Amerikaner, Italiener, Franzosen 1999 nach Europa gebracht. Kannst du dich noch erinnern, dass Serbien bombardiert wurde? Ja, Ja, aber das war ja nur zum Schutz der westlichen Demokratie. Bevölkerung. Ja. Also der Krieg kam durch den Steinewerfer und seine Kumpels. Jawohl. Ja. Also sowas ist natürlich immer nur Propaganda. Die 90.000 Leute haben sie geplant im Februar 22. Ja, das sind, naja, ich weiß nicht, 2 Jahre in Kürze. Jetzt schaffen sie diese mächtig gewaltige Streitkraft von Logistiktruppen, 90.000 Mann, das ist alles, was sie haben, ja. Und Putin macht innerhalb von 14 Tagen ein Manöver mit 300.000 Mann. Ja, da weißt du doch, dass da Welten dazwischen liegen. Ja, aber Putin hat die doch diktatorisch gezwungen. Ja, natürlich, aber er gibt den Befehl und dann ist das erledigt. Ja. Unsere NATO plant heroisch 1,5 Jahre so ein Manöver und dann verpufft es. Und dann sagt noch der Putin, dass er mit China befreundet ist. Also, da. Ich würde sagen, die NATO ist ein Witz. Das sagt der amerikanische Militär. Die gesamte NATO ist ein Witz. Das hat er gesagt. Das las ich Tatsache. Und es gab noch was anderes. Wo habe ich es? Ich muss ganz kurz schauen. Das war ein ehemaliger CIA-Direktor, genau, der CIA-Direktor William Burns, der bezüglich Krieg etc. und NATO, der bittet Zelensky weniger zu stehlen, da die Ukraine nun Schwarzmarktlieferant Nummer 1 geworden sei. Und er hat tatsächlich Zelensky gebeten, weniger zu stehlen an Waffen und an Geld. So, hat er gesagt. Ich finde das gut, dass die führende Schicht in der Ukraine klaut, was nicht niedernagelfest ist. Je mehr sie klauen, desto weniger geht es in Waffen, in die Motivation des Personals, in die Bevölkerung. Und damit sinkt die Kampfkraft und das Geld wird irgendwo verjubelt. Häuser kaufen, Yachten kaufen. Es ist richtig, dass die klauen wie die Raben. Ich finde das perfekt. Dann kommt allerdings leider nichts dort an, wo es sein soll. Es wird ja auch vom Westen verschwiegen, dass in der Ostukraine, also die von Russland nicht annektierten, sondern per Referendum offiziell wieder zurückgeholten Länder in die Heimat, so wie es die Russen ausdrücken, und müsste auch völkerrechtlich komplett korrekt sein, / Grenzen 1914, dass dort die Russen in rasender Geschwindigkeit alles aufbauen, wird ja bei uns auch ebenfalls verschwiegen. Und jetzt möchte ich über den anderen Bösen schnell mit dir reden, diesen Donald Trump. Du hast vielleicht von ihm gehört, ist ein ganz böser Mensch. Und der hat darüber gesprochen, dass er durchaus sich vorstellen kann, alle blauen Staaten und alle Swing States zu drehen. Und dann hat er noch einen draufgesetzt.
Er hat gesagt, eine Rallye, also eine Kundgebung zu machen im Madison Square Garden in New York, sei überhaupt kein Problem, macht er gerne, weil New York braucht dringend Hilfe und Unterstützung, weil dieses schöne New York inzwischen verrottet und verlottert durch die demokratische Führung. Und der Rassist sagte noch, also dieser Rassist Trump, der, dass er auch in der Bronx liebend gerne eine Kundgebung für die Menschen dort veranstalten würde, damit sie ebenfalls die Unterstützung bekommen. Das darf der doch gar nicht, weil der ist doch rechts. Na, all das New York kann wegen mir untergehen. Das hat genug Schaden angerichtet. Was Trump macht, betrifft ausschließlich Innenpolitik. Na, sie bauen von Seiten des Trump-Teams die Bevölkerung mit Motivation auf. Und er versucht jetzt die Mexikaner, also die Einwanderer, Spanisch sprechend, die Schwarzen, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum die Schwarze heißen, aber okay, aufzubauen, und zu sich zu holen. Das klappt immer mehr. Jetzt berühmte Leute aus der schwarzen Szene oder der spanischen, die sagen ja schon, dass sie Trump unterstützen. Leute, die vor 4, 5 Jahren noch gegen Trump waren. Sie haben verstanden, dass die Demokraten, genau wie bei uns, dieses Land vernichten wollen. Wenn sie untergehen, soll alles untergehen. Was nicht klappen wird, die Menschen werden sich immer retten. Die noch vernunftbegabten Menschen werden immer überleben. Und immer wieder ein System aufbauen, was ihnen zugutekommt. Dass wir derzeit in einem Kipppunkt sind zwischen Irren, Geimpften und noch Denken, das war immer so in der Welt, dass in Übergangszeiten halt ein Wandel stattfindet. Und jetzt haben wir sogar schon, wir hatten schon 40%, die immer gedacht haben, das sind die nicht Geschlümpften. Ja. Und jetzt treten immer mehr Leute zu den nicht Geschlümpften über, weil sie verstanden haben, was mit dem Schlümpfen und mit dem Kokolores überhaupt angerichtet wurde. Und dort gefällt mir ganz besonders der Najadi. Ja, das ist ein scheinbar wichtiger Mann. Ich kann ihn nicht so ernst nehmen, wie die Amerikaner ihn ernst nehmen werden. Ja? Er ist immerhin Air Force Officer. Das bin ich nicht. Ich bin nur einfacher Panzerschütze und Richtschütze. Ja? Also ich kann nicht solche Amerikaner begeistern. Er ist geschädigt, seine Familie ist geschädigt und er kämpft jetzt mit seinen Mitteln, die sind nicht wenig. Ja? Du wirst nicht als Hungerleiter, Chef der Dresdner Bank. Aber selbstverständlich mit Karriere, Ausbildung und Fleiß und Ja, ohne Kontakte. also war fleißig das ganze Leben lang. Und jetzt kämpft er Ja. mit diesem Fleiß gegen die Fauci, Biden, Clinton, also die ganze Geschichte. Er bildet so ein ähnliches Muster wie der Fulford, der montags immer seine Parodien abgibt. Also, naja, die sehe ich jetzt gern. Es ist ein kluger Mann, das habe ich immer gern, wenn ein kluger Mann redet. Annehmen kann ich das nicht, weil ich halt ein normaler Mensch bin. Ja? Ich möchte immer gerne wissen, wer ist mein Regierungschef? Und da kann nicht ein Dritter kommen oder mein Nachbar oder einer von der gegenüberliegenden Straße sagen, hey, ich denke, der Trump ist Präsident. Ja? Was soll Ja, ich da anfangen? da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten. Vielleicht passiert es diesen Monat, weil er sprach ja von 5 Monaten maximal, um das Land zurückzuholen. Das war im September, das wäre jetzt Ende Februar, Anfang März. Vielleicht war es auch nur ein strategisches Datum, vielleicht war es nur eine versteckte Information. Vielleicht müssen wir noch bis zu den Wahlen warten. Vielleicht wird Trump noch erschossen wie Kennedy. Wir werden es sehen. Ich glaube es zwar nicht, aber es wäre die einzige Möglichkeit.
Dann wird in den USA immer mehr gemunkelt, dass der Biden, wie er antreten, und er ist der Einzige, der Trump schlagen kann, logisch. Er hat auch 80 Millionen Stimmen bekommen. Und jetzt wird immer mehr gemunkelt, dass der, die das Michael Obama vielleicht die kompetente Ablöse darstellt. Das wird jetzt immer mehr, nicht medial, aber durchaus informativ so auf den Weg gebracht. Naja, sie müssen den angeblichen Biden ja wieder rausbringen, ja, aus dem Spiel. Der stellt sich ja immer verrückter an. Auch der hat gesagt, dass Trump der Präsident ist, ja. Vor 3 Wochen oder wann Ja, das da war. hat er sich aber wahrscheinlich, wie unser kompetenter Herr Schulz, einen kleinen Versprecher geleistet. Gut, aber Ja. der muss weg, ja. Den wählt niemand mehr. Und jetzt möchte wahrscheinlich der Herr Obama gern Präsident werden und seine Frau Barack soll dann die First Lady werden. Ja? Und das nehmen doch die Amis halt nicht mehr an. Also das kannst du doch abhaken. Das Ding, die Wahlen in Amerika sind gelaufen, wenn sie nicht überhaupt ausfallen. Aus anderen Gründen. Ich hatte gerade gesagt, wer ist Präsident der USA? Wenn sie ausfallen, dann müssten sie ja entweder mit einem Weltkrieg ausfallen, dann würde sich aber an der aktuellen Situation, in Anführungszeichen aktuellen Situation, nichts ändern. Oder es müsste klar sein, dass Trump schon lange Oberbefehlshaber ist oder das Militär oder wer auch immer. Weil die andere Möglichkeit gäbe es ja nicht, wenn du sagst, die Wahlen finden gar nicht mehr statt. Ich erwarte eigentlich nicht mehr so lange, weil der Zustand der Welt ist irre, kann man gar nicht mehr erklären. Und wir werden vorher etwas erleben, was den Weltfrieden herstellt. Und der kann ja nur hergestellt werden, entweder durch Trump und Putin, immer Xi im Hintergrund denken, ja. Oder er wird von Putin alleine hergestellt, immer im Hintergrund Xi. Die Amerikaner sollen sich schnellstens überlegen, ob sie zerfallen wollen oder nicht. Sie sind immer noch dabei, sich zur Regionalmacht zu entwickeln. Sie haben nicht immer mehr Flugzeugträger im Persischen, im Roten Meer, sind nach Hause gefahren, weil sie müssen ja mal überholt werden, ja? Neu gestrichen und so. Und die Engländer haben ihren Flugzeugträger, sie haben auch so ein Ding oder zwei, ja, kleinere, für Mopeds, haben sie auch zurückgenommen, weil du mit Flugzeugträgern heute nicht mehr machen kannst. Da schicken dir ein paar Indianer so ein Schwarm, die Drohnen, ja, und deine Flugzeugträger sind Arsch. Also das ist irgendwie keine richtige, gesunde Kriegsführung mehr, so wie die Amis das haben wollen. Aber weißt du, warum die das zurückschicken? Ich habe da so eine Idee, weil die Bundeswehr, also das ist ja auch eine sehr gute Armee, die schickt die Fregatte Hessen jetzt wohl Richtung Rotes Meer, um dort Unterstützung zu leisten. Weißt du Bescheid? Die Deutschen haben es immer geschafft. Ja, das heißt also, die machen das dann mit der Fregatte Hessen, Hessen innen. Vielleicht hat die ja auch schon ein anderes Fähnchen auf dem Dingens oben wehen. Aber die wird jetzt dorthin geschickt. Ist das einfach, damit man was hingeschickt hat? Ist das Fake News, weil es bringen tut ja Nein, nichts. es ist einfach Propaganda, die sie real vorführen, damit sie im Fernsehen Propaganda machen können. Das ist doch lächerlich. Dieses Bundesrepublikanischen, wie gesagt, das kann die Moskauer Feuerwehr erledigen. Ja? Das ist nur noch dümmste Propaganda, die gab es nicht mehr in der DDR. Wobei, was mir gerade gefallen hat, ist, als du sagtest, die Großbritannier, also die Engländer, haben etwas kleinere Flugzeugträger für Mopeds. Das hat mir gut gefallen, weil ich mir die ganze Zeit jetzt versuche vorzustellen, wie die dann mit diesen Mopeds starten und übers Wasser fahren. Oder sind das Schwimmmopeds dann? Ja, das sind die Gleiter. Ach, du meinst diese Jetski, wie die Dinger heißen, genau. England ist die größte Militärmacht der Welt im Ja, 17. Jahrhundert. selbstverständlich.
Aber deine Außenministerin, Ex-Lieblingsdame, ist ja die kompetenteste diplomatische Vermittlerin der Welt. Nicht mehr. Die hat es bei mir verschissen. Oh. Also Die, ich das. stehe ja jetzt auf die Schlanke. Ja, das ist schon klar. Da hast du auch viel mehr. Das ist ja ein politisches Schwergewicht. Da kann man Da gar nicht. ist Macht Ja, dahinter. selbstverständlich. Das heißt also, du unterstützt die Nicht rhetorisch ganz. kompetente. Die rhetorisch kompetente Frau Baerbock unterstützt du nicht mehr. Ja, Doch. ich sehe Dickes kommen. Ja, es kommt aber ganz dicke. Aber jetzt natürlich rein metaphorisch gemeint. Es gibt noch eine sehr interessante Geschichte zum Klimawandel. Und zwar haben Wissenschaftler herausgefunden und gingen dann letztendlich wieder hinein. Ich konnte diesen Gag gerade nicht weglassen. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, was auch zur globalen Überhitzung führt. Nicht zur globalen Erwärmung, sondern zur globalen Überhitzung, halte ich fest. Der private Gemüseanbau solle verboten werden, weil dieser sehr stark zur globalen Überhitzung beiträgt. Das, ich habe, ajo, ich, man muss ja mal drüber reden. Also, wenn du einen Brokkoli im Garten hast, werden alle sterben. Ich Magst du das? weiß, dass ich mit Bekloppten in einer Gemeinschaft von Völkern lebe. Ich kann da nichts dafür. Ich bin nicht in der Regierung. Ich bin kein Jesuit, der Bildung machen kann. Ich bin da völlig unschuldig, dass die Menschen heute so verblödet sind und nicht den Fernseher aus dem Fenster schmeißen, wenn sie solchen Unsinn hören. Ja? Ja, wenn es aber zum Beispiel in der Tagesschau kommt, also dort kam es jetzt offensichtlich nicht, aber wenn es dort käme, dann müsste es ja stimmen, da es dort sonst nicht erwähnt werden würde. Weißt du? Ich Ich habe mag noch diesen nie wurde Gesichtsausdruck. mehr gelogen im Fernsehen und in Medien wie heute. Das hat Das nicht einmal die DDR oder die Pravda geschafft, was heute üblich ist. Ja, irgendeiner muss ja mal damit anfangen. Und ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Osmanisches Reich, Turanstaat, Erdogan zu sprechen kommen. Dort haben ja Christen, Juden und Muslime friedlich zusammengelebt. Und der Sultan und der Kaiser waren ja auch befreundet. Jahrhundertelang gab es Frieden zwischen diesen Völkern. Und ich kann jetzt natürlich inhaltlich und werde inhaltlich dort nicht sagen können, was letzten Samstag besprochen wurde. Ich war ja selbst dort gar nicht dabei. Ich war nur auf diesem Zusammentreffen danach dabei und habe mich mit Menschen unterhalten, die aus dem arabischen Raum, türkischen Raum kommen. Und die halten unglaublich viel von den deutschen Tugenden, Treue, Ehre, Verantwortung. Und dort hat dieser Vorsteher, ebenfalls arabischer Herkunft meiner Meinung nach, gesagt, ja, warum die Deutschen denn dort Alamannia heißen, das bedeutet Allahs Männer, die Gesandten Gottes. Das kam von ihm, liebe beruflich bedingten Zuschauer, und von dem dortigen Kulturkreis. Dort werden die deutschen Völker und die deutschen Tugenden so gesehen. Das müsste doch jetzt jedem Inlandsjournalisten sämtliche Haare zu Berge stehen lassen, also mir nicht, aber den anderen, weil das ist ja Fake News rechts, schlimmer geht es ja gar nicht. Das ist Althochdeutsch. Beschäftigt euch damit. Der Landmann hat ja das mal erläutert. Und Mario Bras konnte das auch gut. Ich habe ja nicht mal, als ich 15 bei Pegida geredet habe, irgendwas gegen den Islam gesagt. Ja? Muslime sind genauso friedliche Menschen wie wir. Du siehst, dass sie gegeneinander aufgehetzt werden können, gegen andere Religionen aufgeheizt werden können. Das hat aber jetzt, das ist keine Eigenheit der Muslime. Jetzt derzeit kämpfen Christen gegen Christen, nur weil sie aufgeheizt sind. Ja? Also es ist nicht die Religion, sondern es sieht dahinter stehen tiefen Staatsfiguren, die aufhetzen. Und das hat man mir damals übergenommen bei Pegida, weil ich gesagt habe, Islam ist nicht unser Problem. Unser Problem heißt Berlin. Ja? Die Regierung in Berlin. Damals noch mit der, wie hieß die? Merkel. Wie hieß Dr. Angela Merkel, wir schaffen Ja. das. Lass mal das mit dem Doktor weg. Ja, so wird sie Aha. offiziell, das Hey. ist ihre offizielle Bezeichnung. Vielleicht hat sie einen Doktor Gut. weil die hat ja schon geschafft, die hat es ja Tatsache geschafft, dass sie auch beim Lachen den Mundwinkel nach unten zieht. Aber das ist ein anderes Thema.
Wir haben gerade bei der, im Dezember hat die der Südwest, irgendeine Zeitung da, ja, so eine Propagandazeitung, gesagt, der alles weiter muss die Doktorarbeit überprüft werden. Ja, ist ja Im logisch. Dezember haben sie gefordert, der Doktor muss aberkannt werden. Ist Ja, natürlich das ist die ja. Doktorarbeit, ist okay. Und jetzt ist die, die es geschrieben hat, hat der Doktor den weggekickt, weil sie abgeschrieben hat. Ja, aber Das ich glaube, das hat. Schicksal hat, ist ein Karma, ja. Nein, ich finde, das ist gut, wenn man der Frau Weidel den Doktortitel abnimmt, weil wenn Hat die man ja ihre. nicht. Ja, aber man sollte es trotzdem tun, weil die bei den grünen Parteien haben ja auch keinen. Und dann wäre es ja nur fair, wenn ihr der weggenommen wird. So ist das vielleicht Ja, gedacht. das, aber man könnte doch der meiner Favoritin einen Doktortitel geben, ja. Nee, da reicht eh noch nicht, ich muss selber mehr geben, ja. Und Doktor, muss ja Doktor, Doktor. ausgefüllt mit verschiedenen Doktoren. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei irgendwelchen Dingen im Osmanischen Reich. Ja, da auch, genau, ursprünglich waren wir im Osmanischen Reich und du bist dann zu einer reichhaltigen Information gekommen. Erdogan ist ein Kumpel. Schon immer, ja. Ich habe nie meine Meinung geändert zu Erdogan. Er ist ein Patriot. Und diesen Patriotismus zeigt er jetzt. Er ist der einzige vernünftige Mann dort in dem ganzen Bereich und er wird das ordnen. Und er spielt ja jetzt auch neuerdings in Deutschland eine Rolle. Ja. Die gründen eine Partei, die Muslime wegen mir, ja. So eine Partei ist immer konservativ. Das wird niemals eine LGBT-Dingsbums-Partei werden. Nein. Also alles gut. Alles gut. Dann lass uns noch einmal zum 6. April kommen. Wir hatten letzte Woche ein Video aufgenommen. Du warst auch mit dabei. Viele, viele andere zum positiven Aufruf nach Gera, zum Bundesstaatentreffen, das dritte Bundesstaatentreffen. Und das Video wird heute oder morgen auch bei dir im Kanal zu sehen sein. Es wird jetzt gerade noch fertig geschnitten mit einem schönen Vor- und Abspann und Informationen zu Gera. Jetzt haben wir dort in, naja, sagen wir mal, 2 Monaten das Bundesstaatentreffen. Wie denkst du, sieht bis dahin die politische Lage aus und was macht es mit dir emotional, wenn du daran denkst, am 6. April in Gera mit allen deutschen Völkern zusammen die Bundesstaaten aufziehen zu lassen? Da geht mein Herz auf, ja, das ist Nummer eins. Ja, das ist wichtig. Du musst Liebe und Motivation in das Volk geben. Die sind alle so entgeistert und die dauernde Propaganda, dass sie alle sterben, ja, wegen dem und dem und dem und dem. Also, dass sie eigentlich unterm Tisch sitzen müssten vor Angst. Ja. Sowas muss motiviert werden, dass die Menschen frei werden im Kopf. Dass sie sehen, was es einmal Schönes gab und dass sie sehen, dieses Vaterland, Ehre, Treue, Verantwortung, das kann wiederkommen, trotz dieses Bordells in Berlin. Und deshalb nehme ich da gern teil. Und da sind ja auch meine Freunde alle dabei, ja. Das so ist, es ist also sozusagen ein Freundestreffen. Es ist ein Freundestreffen bei bestelltem Kaiserwetter, selbstverständlich. Und ansonsten können wir heute nicht mehr viel hinzufügen. Es ist der 7. Februar und mal schauen, was da jetzt kommt mit dem Interview Tucker Carlson, Wladimir Putin. Es wird schon gemunkelt, man solle ihn nicht mehr in die USA zurückreisen lassen. Aber ne, wie sagt man denn so schön, das kann passieren. Vielleicht kommt der Trump schneller zurück als gedacht. Oder. Na, 2+4-Vertrag, das war ja auch noch zur Debatte, können wir nächste Woche nochmal drüber reden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Hajo, dir auch einen schönen Tag. Danke für deine Zeit. Ciao. Denkt an den Putin, er ist der Einzige, der nie schwindelt. Namaste.